Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück. Hier ist wieder Hans-Peter. Ja, lange, lange, lange Zeit habe ich mir überlegt, ein ganz spezielles Thema anzupacken. Ihr seht es im Hintergrund, der Mond. Was ist der Mond? Das ist eine der wesentlichen Fragen der Menschheit, die uns schon seit Jahrtausenden, Zehntausenden Jahre interessiert. Ist es ein kosmisches Tor in eine andere Welt? Warum wird er älter als die Erde datiert? Ist er tatsächlich der einzige Himmelskörper, der einen exakten Kreis, keine Ellipse, um die Erde zieht? Eigenartig. Ist der Mond eine Basis extraterrestrischer Wesen? Wird dort was abgebaut? War er vielleicht eine Arche, die hierher platziert wurde? Ist er hohl? Ist er eine Kommunikationsbasis? Und warum hat er auch Einfluss auf uns? So viele Fragen. Und wir gehen alle diese Fragen heute durch und beantworten diese auf verschiedenen Ebenen. Auf der irdischen, wie auch auf der spirituellen Ebene. Es wird hochspannend. Und am Ende habe ich mir überlegt, kommt noch ein Special für euch. Deswegen bleibt dran. Wir werden am Ende noch ein Channeling veröffentlichen von Dr. Monika Häsler-Pastner, was die geistige Welt dazu sagt, was der Mond ist. Also bleibt dran. Es wird spannend. Bis gleich. So, hallo zurück, ihr Lieben. Wenn euch das Video gefällt, abonniert meinen Kanal, liked das Video, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich diese Themen anschauen zu können, im Zuge des Bewusstseinsprozesses, der gerade stattfindet. Ich habe euch ja schon mal erwähnt, dass ich jetzt auch jetzt vor wenigen Wochen angefangen habe, einen englischsprachigen Kanal zu eröffnen und einige auserwählte Videos, die deutschsprachig hier sind, im YT-Kanal in Englisch zu übersetzen, um sie noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Geht mal drauf, like den Kanal, dass wir mehr Menschen erreichen. Und in diesem Sinne erstmal danke, danke, danke. Und wir legen los. Also, wir sprechen bei dem Mond über einen Himmelskörper. Okay. Der beschäftigt die Menschheit wirklich, seit sie existiert. Er beflügelt seit Jahrtausenden die Fantasie der Menschen. Er ist das Symbol von Werden und Vergehen. Aber was bedeutet er wirklich für die Menschen? Wie beeinflusst er uns und wie nutzten ihn die Alten und Weisen, die Alchemisten und Kräuterkundigen? Und diesen Fragen gehen wir auf jeden Fall heute intensiv nach. Man bezeichnet den Mond tatsächlich auch als betörenden Silberspiegel der Tageswirklichkeit. Er legt seinen sinnlichen Zauber, sein silbrig fahles Licht in wolkenlosen Nächten auf Häuser, Bäume und die Haut wie eine kühle Decke. Wenn der Mond scheint, dann sind die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit aufgehoben. Er ist, viele sagen, ein kosmisches Tor in eine andere Welt. Deswegen gilt er auch als Inbegriff der Seelentiefe und ist ein, man nennt ihn auch ein Gedankenfreund. Ist er aus Plasma? Ist er eine Scheibe? Ist er vielleicht ein künstlich erzeugtes Objekt? Und wozu dient er denn diesen Mächten? Also eines könnten wir festhalten. Ein NASA-Wissenschaftler äußerte einst, Zitat, es scheint einfacher zu sein, die nicht
Existenz des Mondes zu erklären als seine Existenz. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Zitat Ende. Niemand kann euch erklären, warum der Mond älter ist als die Erde. Es gibt einige Theorien zu dem, was der Mond sein könnte. Aber fangen wir erstmal damit an, dass wir das, was nicht möglich erscheint, ausschließen. Okay? Also, die bekannteste Theorie ist, dass der Mond ein Überbleibsel einer Kollision mit der Erde und einem anderen Planeten sei. Thea. Die Tatsache, dass ein Gestein tatsächlich aber älter ist als die Erde und auch eine völlig andere Zusammensetzung hat, macht diese Theorie unmöglich. Aber sie wird unterrichtet. Die nächste Theorie sagt aus, dass der Mond durch Trümmer von Gesteinen aus dem All entstand. Okay. Klingt auch logisch. Aber demnach hätten sich Meteore, Kometen und Trümmer miteinander verbunden. Okay, klingt auch noch richtig. Diese Theorie ist aber physikalisch nach unseren jetzigen Gesetzen nicht haltbar. Da die Theorie der Gravitation besagt, dass kleinere Objekte immer vom größeren angezogen werden. So ist es überall auf anderen Planeten und Trabanten. Somit hätte die Erde die Trümmer einfangen müssen, nicht der Mond. Und so kann man es, wie gesagt, bei anderen Himmelskörpern nun mal beobachten. Also fällt diese Theorie scheinbar auch weg. Eine weitere Theorie beschreibt, dass der Mond selbst unendlich lange durch das Weltall driftete, bis er von den Kräften der Gravitation der Erde eingefangen wurde. Okay. Dummerweise ist der Mond viel zu groß, als dass er von der relativ gesehenen Erde eingefangen werden könnte. Es ist nicht möglich. Jetzt wird es langsam eng mit Erklärungen, oder? Die NASA selbst schrieb, dass es sich um einen Hohlkörper und künstlichen Trabanten handeln könnte. Naja, was spricht dagegen? Unser begrenzter Verstand? Ach, und noch was. Jeder Himmelskörper in unserem beobachteten System hat eine elliptische Umlaufbahn. Die Gesetze der Anziehungskraft haben überall zur Folge, dass ein Himmelskörper eine elliptische Umlaufbahn hat. Nun, der Mond scheint einmalig in diesem Universum zu sein, weil er hat eine fast exakt kreisrunde Umlaufbahn um die Erde. Und warum dreht er sich nicht? Fragen über Fragen, die am Ende nur den Schluss zulassen, der für viele nicht sein darf. Wenn der Mond tatsächlich proportional zur Erde wäre, dann dürfte er einen Durchmesser von maximal 50 Kilometern besitzen. Naja, bei allen anderen Trabanten unserer Planeten und deren Monde in unserem Sonnensystem ist dem nun mal so. Nur beim Mond nicht. Der Mond ist mit einem Durchmesser, haltet euch fest, von nicht 50 Kilometern, sondern 3.475. Über 72 Mal größer, als er sein dürfte. Naja, was ist er also nun? Kein anderer natürlicher Satellit ist ein Viertel so groß wie der Planet, den er umkreist. Rätsel über Rätsel. Ein weiteres Rätsel sind die vielen Krater. Jetzt wird es auch sehr spannend. Diese sind unterschiedlich groß, klein und groß, im Durchmesser. Damit müssten sie aber unbedingt auch verschieden tief sein. Das sind sie aber nicht.
Die Tiefe aller Krater, ob klein oder groß, besitzen alle die exakt gleiche Tiefe. Als wäre hier eine Grenze von härterem Material, welches undurchdringlich ist. Fragen über Fragen, ich sag's ja. Das Gestein von der Mondoberfläche beinhaltet große Mengen an Chrom, Titan und Zirkon. Eine Analyse brachte hervor, dass das Gestein von der Mondoberfläche 10-mal mehr Titan enthält als die titanreichsten Gesteine, die auf Erden zu finden sind. Okay. Auf der Mondoberfläche wurden verarbeitete Metalle wie Messing in den Gesteinen gefunden. Wie geht das? Hat da einer seinen Kerzenleuchter vergessen? Ich weiß es nicht. Es wurden dort auch, jetzt wird's spannend, Elemente gefunden, die auf der Erde überhaupt nicht natürlich vorkommen. Wie Uranium 236, Neptunium 237. Die sind nicht natürlich vorkommen. Was ist es aber unserem Kenntnisstand nach? Es sind Abfallprodukte von Kernreaktionen. Nochmal, Abfallprodukte, nicht Ausgangsmaterial. Könnte das also ein Hinweis darauf sein, dass der Mond tatsächlich eine gigantische atomgetriebene Raumstation war oder ist und wirklich hierher gebracht wurde? Die Russen Wasin und Schtscherbakow schlagen oder schlugen deswegen vor, die Mondoberfläche könnte ein natürliches Schutzschild aus Felsen und Staub sein, um das Raumschiff darin zu tarnen und für Beobachter der Erde natürlich aussehen zu lassen. Tatsächlich bietet eine dicke Hülle aus solchen Substanzen einer hypothetischen Raumstation einen tatsächlich optimalen Schutz. Weil einerseits schützt sie vor den schädlichen Auswirkungen von Hitze, aber auch Kälte, gegen kosmische Strahlung und gegen Asteroideneinschläge. Perfekt eigentlich. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze aus einer mathematisch-physikalischen Sicht an, weil wir untersuchen die Entfernungen, geometrischen und mathematischen Beziehungen zwischen Mond, Sonne und Erde. Das ist richtig spannend. Also, passt auf. Die Sonne, wisst ihr ja, erscheint am Horizont genauso groß wie der Mond. Okay. Sie ist, das ist die Begründung der offiziellen Wissenschaft, nur deswegen exakt gleich groß oder weil sie tatsächlich 400 mal kleiner als die Sonne ist. Also, die Sonne ist 400 mal größer als der Mond. Aber auch genau exakt 400 mal so weit entfernt. Hey, toller Zufall. Und deshalb erscheinen beide am Himmel gleich groß. Physikalisch möglich. Klar, ist eine Erklärung. Der Mond soll exakt 108 mal seiner eigenen Größe von der Erde entfernt sein. Die Sonne exakt 108 mal ihrer eigenen Größe von der Erde entfernt sein. Nette Proportionen, aber es geht weiter. Die Erde dreht sich exakt 366 Mal, oh ja, während sie die Erde einmal umkreist. Der Mond umkreist die Erde 366 Mal alle 10.000 Tage. Interessante Verhältnisse. Nimmt man den Durchmesser der 109,2 Mal, hat man den Durchmesser der Sonne. An ihrem entferntesten Punkt sind es exakt 109,2 Durchmesser zwischen Erde und Sonne. Der Umfang des Mondes sind 10.920 Kilometer, also 109,2 mal 100. Der Zufall, alles einzeln für sich erklärt, möglich. Aber der Zufall der Übereinstimmung all dieser Zahlen beträgt rechnerisch 64 Nullen nach dem Komma.
So gering ist die Wahrscheinlichkeit all dieser Dinge. Und dennoch ist es so. Das Beeindruckendste aber ist jedoch was ganz anderes. Man erzählt uns, dass sämtliche Planeten und Trabanten sich drehen. Wie auch die Erde. Den einzigen, den wir gut und gerne mit bloßem Auge erkennen können, tut es nicht. Er zeigt uns immer die gleiche Seite. Kein Mensch weiß wirklich, was sich auf der Rückseite befindet. In Bezug zur Größe und den physikalischen Gesetzen sollte er sich aber anders bewegen. Er widerspricht allen physikalischen Gesetzen. Jedoch scheint es so, als wäre er wie ein künstlich erzeugter Beobachter am Himmel. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mond und die Sonne bei einer Sonnenfinsternis exakt gleich erscheinen, liegt bei 1 zu einer 1 mit 3, 6, 9, 12 Nullen. Eine Billion. Ebenso ist bekannt, dass sämtliche natürliche Trabanten von Planeten, diesen exakt am Äquator entlang umkreisen. Beim Mond gibt es eine Abweichung von unnatürlichen 5%, die keiner erklären kann. Laut Wissenschaftler ist er auch viel leichter, als er sein sollte. Während er die Größe von einem Viertel der Erde aufweist, naja, was denkt ihr, sollte er dann auch ein Viertel wiegen, oder? Er wiegt aber nur 1,2% der Erdmasse. Ach. Es existiert kein einziger Himmelskörper, der seinen exakten runden Kreis als Umlaufbahn um andere zieht. Alle anderen bewegen sich in elliptischen Bahnen. Nach den derzeitigen Gesetzen der Physik dürfte das nicht sein. Die gefundenen Strukturen auf dem Mond sprechen auch eine andere Sprache. Wir haben unzählige Fotos im Netz von Strukturen, die wie Türme oder Obelisken aussehen und eine Höhe aufweisen, die kein irdisches Gebäude bisher erreichen konnte. Was verbirgt sich hinter diesen Strukturen, ihr Lieben? Zufällige Anomalien können es, glaube ich, kaum sein. Dafür sind sie zu präzise angeordnet und ausgerichtet. Ein russischer Wissenschaftler prüfte die Anordnung von drei unglaublich großen Türmen, welche die exakt gleiche Ausrichtung und Entfernung sogar zueinander haben wie die Pyramiden in Gizeh. Kann Zufall sein. Es gibt auch zu dem Thema Anomalie eine interessante Geschichte, nämlich während des EVA-Einsatzes der Apollo 11 mit Aldrin und Armstrong gab es merkwürdige Funksprüche. Und dieser wurde, weil er öffentlich ausgestrahlt wurde, zu spät unterbrochen, sodass ihn halb Amerika mithören könnte. Hier ein Auszug. Aldrin, was ist das? Habt ihr eine Erklärung? Mission Control? Wir haben eine. Keine Aufregung. Halten Sie sich an das Programm. Aldrin, Junge, Junge, das ist schon was. Es ist fantastisch. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mission Control, Roger, wir wissen darum. Gehen Sie in eine andere Richtung zurück. Aldrin, ja, es ist eine Art, oh mein Gott, wirklich toll. Oh Gott, was ist das? Mission Control, wechseln Sie die Frequenz. Gehen Sie auf Tango, Tango. Aldrin, da ist eine Art Leben. Mission Control, Roger, Kommunikation, Bravo, Tango, sprechen Sie auf Jazzbell, Jazzbell. Aldrin, aber das ist unglaublich. Danach wurde die Funkfrequenz gewechselt und für die Weltöffentlichkeit beendet. Was hat Aldrin hier gesehen? Eine dieser Strukturen, Leben, Gebäude, war es nur ein Scherz? Wer weiß, vielleicht wollen sie uns ja wieder täuschen. Aber hätte Houston so panisch reagiert, wenn es nur ein Scherz gewesen wäre? Wohl kaum.
Und wieso antwortete die NASA zweimal, dass sie davon Kenntnis haben? Jeder Funkspruch und die Übertragungszeit kostet Tausende von Dollar. Ich glaube, da macht man keine Späße. Wieso brachte die USA und Russland relativ zeitgleich auch alle Mondmissionen ab? Überleg mal, alle Apollo-Missionen inklusive Treibstoff, Löhne, waren alle bis zur 20. Apollo-Mission bereits vollständig finanziert und bezahlt. Aus Kostengründen wurde es also nicht eingestellt. Gab es dort was, von dem wir nichts wissen dürfen? Hat sich da eine andere Spezies eingerichtet? Hatte der Wettkampf zum Mond sogar andere Gründe? Und so schreibt zum Beispiel Porter Thompson in seinem Buch folgendes Zitat. Das Buch heißt Die rote Sonne am Horizont. Er schreibt in seinem Buch, dass ihm Insider mitteilten, dass dort ein enormes Vorkommen an Helium-3-Isotopen existiert. Diesen benötigt man für Kernfusion. Eine Technik, die angeblich noch nicht existiert. Die einzige einigermaßen habitable Zone auf der Oberfläche des Mondes ist der Südpol, weil dort weniger Temperaturschwankungen und Strahlungen existieren. Warum lässt man, wie im Projekt Lycross in 2009 geschehen, den Südpol des Mondes mit Sprengungen bombardieren? Wollte man dort was verschwinden lassen? Wenn wir uns die sumerischen Keilschriften ansehen, jetzt wenn wir interessanter weiterer Aspekt, dann wird eine ganz besondere Geschichte erzählt. Also, Ziusudra, so heißt er dort, alias Noah in der Bibel, wurde von Enki vor der Sintflut gewarnt. Einige Anunnaki flohen in Raumschiffen in den Orbit. Der sumerische Mondgott Nannar begab sich während dieser Katastrophe auf den Mond in Sicherheit, so in den Schriften. Und nach der Sintflut und seiner Rückkehr auf der Erde erzählte er, dass die Atmosphäre des Mondes zerstört wurde und nun nicht mehr bewohnbar sei. Das kann man jetzt werten, wie man will. So steht's halt drin. Jetzt gehen wir mal von den sumerischen Schriften auf die vedischen Schriften. Was steht denn dort geschrieben? In den vedischen Schriften wird erzählt, dass es einmal drei Monde gegeben hat. Es wird berichtet, dass es vor unzähligen Jahrtausenden einen galaktischen Krieg gab. Und die Angreifer werden in den Veden wie folgt beschrieben. Siehe Sandhya 5, 1276. An ihrer grauen Hautfarbe werdet ihr die fremdländischen Feinde erkennen. Sie haben Augen der Farbe der Dunkelheit. Und diese Herrscher der Fremdländer wurden auch Koschtschei genannt. Das bedeutet Fürsten der dunklen Astralwelt. Zur Zeit, als die Erde noch drei Trabanten hatte, kamen weitere friedliche und schöne Völker. Die Monde der Erde hießen Lunafata, Lunamesiaz und Lunalayla. Unser heutiger Mond ist mit rund 29 Tagen Umlaufzeit Lunar Messias. Lunar Vater hatte eine Umlaufzeit von 13 Tagen und Layla von 7 Tagen. Vielleicht hat man deshalb auch die Woche mit 7 Tagen damals eingeführt. Wer weiß. Ein Umlauf der Lunar Layla wäre genau eine Woche. Lunar Messias entspricht genau einem Monat. Es kommt ja auch das Wort Menstruation, zum Beispiel von Mond. Monat kommt von Mond. Es gab an Ethnien, laut den vedischen Schriften, die großen Rasa, Asa, die Asen. Dann gab es die Gelben, auch genannt Arime und oder großer Droche. Des Weiteren die Roten, welche auch die Bartlosen oder Feuerschlange genannt wurden. Und es gab die Schwarzen, auch Farbe der Nacht oder Dunkelleere genannt. Die Zuordnung zu den heutigen Ebenen sollte euch nicht schwerfallen. So steht es einfach geschrieben. Und diese Koschtschei hätten eine Basis auf dem Mond Luna Leyla errichtet, um die Erde anzugreifen.
Und der Anführer auf der Erde hieß Tarsch Daschnebok. Und er konnte diesen Angriff auf der Erde nur verhindern, indem er den ganzen Trabanten, den ganzen Mond Luna Leyla vernichtete. Infolgedessen ging Asgard mit dem ganzen Kontinent unter. Aber durch den weisen Druidenpriester Spaß wusste man, dass damalige Besiedlung Hyperborea dabei vernichtet wird und evakuierte das Land. Damit zog man in eine neue Heimat. Die kennen wir unter dem Namen Atlantis. Und durch diesen galaktischen Krieg waren die Heimatplaneten von den Sviatrussen, den Haaria, Troara und Ruta gefallen. Also deren Heimatplaneten gab es nicht mehr. Wie kamen die aber auf die Erde? Da, mit Raumschiffen. Wo sind die heute? Sind die zerstört? Oder waren es die Trabanten? Gute Frage. Wenn man von drei Monden spricht, wäre folgende Frage berechtigt. Handelt es sich bei den Monden um eine Art Arche, mit dem diese Völker auf die Erde kamen? Sind sie Überreste ihrer Zivilisation? Ich denke, das würde viel erklären. Denkt an den Film Moonfall von Roland Emmerich. Peter Thomson, dem wurden damals Dokumente überreicht, die aus dem Project Orange Mission Reports waren. Und dort wurden Daten und Berichte über den Mond erfasst und gespeichert. Unter dem Titel Proceedings of the Working Group on Extraterrestrial Resources wurde folgende These tatsächlich niedergeschrieben. Ich zitiere. Der Mond wurde von intelligenten Wesen in die Nähe der Erde gebracht. Dort angekommen hat man wohl den Mond in eine Art Raumstation verwandelt, um darauf zu arbeiten. Die Wesen, die nun hier lebten, waren sehr entfernte Verwandte von uns Menschen. Demnach waren sie eigentliche Urmenschen, die uns erschufen, sozusagen die Arche Noah der Menschheit. Diese Wesen waren wohl die letzten einer aussterbenden Gattung. Zitat Ende. Gerade in der heutigen Zeit gibt es wesentlich mehr Theorien über den Mond als zu jeder anderen Zeit. Die einen sagen, er ist eine Projektion, die anderen reden von einem Plasma, die anderen von der Heimat der dritten Macht, manche halten für ihn ein Abbild des Erdkontinents, andere für einen Todesstern über Star Wars. Wieder andere sehen in ihm eine Art Rettungskapsel, mit der die Menschheit auf die Erde kam. Selbst darüber, ob die Mondphasen wirklich durch den Sonnenstand entstehen, wird vielerorts diskutiert. Auf jeden Fall kann es sich beim Mondlicht unmöglich um eine Lichtreflexion der Sonne handeln, da das Mondlicht ein völlig anderes Spektrum aufweist. Überlegt euch das mal. Es existiert keine einzige Kultur auf der Erde, die den Mond nicht schätzt, beschreibt oder einem ihrer Götter zuordnet. Im Deutschen war es Mani. Er war männlich. Der Mond heißt es im Deutschen. Oder? Ja, und der Sonnengott hieß Sol. Und der war weiblich. Interessant. In Griechenland waren Artemis, Danae oder Selene, heißt auch Mond, weiblich. Im Römischen Luna und Diana. Im Ägyptischen war es Schons, aber auch Thoth, die als Mondgötter verehrt wurden. Bei den Inkas war es Quila, mit Q oder mit K geschrieben, je nach Sprache. Darüber schrieb ich in meinem Buch Die Jesus-Brüder. Auch nannten Hyperion und Theia
Ihre Kinder zum Beispiel Helios, also Sonne, und Selene, Mond. Auch nannten damals Juba der Erste und Kleopatra die Achte Selene, nannten ihre Kinder Helios, Sonne und Selene, Mond. Es gab und gibt kein Volk auf der Erde, die keine Mondgöttin oder einen Mondgott besaß. Ganz zu schweigen von den Mondsäulenwächterinnen auf Avalon und Atlantis. Selbst die Urreligion zu Zeiten Abrahams in Ur und in Haran waren Mondkulte, dem Gott Nanna gewidmet. Wusste man vielleicht doch mehr vor vielen tausend Jahren unter Hohepriestern und Hohepriesterinnen, dass der Mond eine Arche war, welche die Menschheit vielleicht zur Erde brachte? Abraham folgte auch nicht dem Gott Yahweh. Darüber schreibe ich nochmal separat, sondern gehörte auch zum Mondkult, der in Ur und in Haran gepflegt wurde. Dazu irgendwann mehr. Da wurden wir belogen. Wir wissen, dass der Mond ja auch Einfluss auf uns hat. Immerhin stammt das Wort Laune zum Beispiel auch von Luna, also dem Mond, ab. Ein Verrückter wird im Englischen mit Lunatic bezeichnet. Ihr wisst alle, dass viele Menschen auch bei Neumond, Vollmond Schlafprobleme haben und einige, wie ich in meiner Kindheit, auch schlafwandeln. Tiere reagieren ganz besonders bei Vollmond. So zum Beispiel rollt der Wolf bei Vollmond, Bäume und Pflanzen jeder Art reagieren ebenso und richten ihre Wachstumszyklen und ihr Leben nach der Sonne und auch dem Mond. Sie sind Taktgeber. Auch sagt man in alten Mythen, dass sich zu Vollmond einige Menschen in Werwölfe verwandeln. Aber das sind natürlich Mythen. Aber sie basieren auf diesen Mondzyklen. Diejenigen, die die Kräfte des Vollmondes nutzten und ihre Gebete zum Vollmond sprachen, hat man über Jahrhunderte hinweg verfolgt und verbrannt. Interessant. Alles wurde daran gesetzt, die Religionen, die Glaubensrichtungen, die mit Natur, Sonne und Mond verbunden sind, zu zerstören und einen messianischen Charakter zu verleihen. Somit verlieren wir die Anbindung an die Natur, wir verlieren die Anbindung an den Kosmos, wir verlieren die Anbindung an Mutter Erde und Vater Himmel. Es ist interessant. Paracelsus, ihr Lieben. Berühmter Mann äußerte einst, dass alles, was mit dem Menschen interagiert, beseelt sein muss. Das war aber natürlich sein Stand, bevor er wusste, dass es irgendwann auch Technik wie heute gibt. Aber demnach müsste, wenn man Paracelsus Ausführungen folgt, der Mond eine Seele besitzen. Okay. Oder werden wir doch durch Frequenzen des Mondes ferngesteuert? Mind Control? MK Ultra? Wer von euch hat nicht schon mal vom Mondkalender gehört? Der Wochentag, Montag, ist dem Mond benannt. Einer der Wandelplaneten. Das Wort Monat kommt von Mond. Und es gibt auch einen ganz besonderen Kalender, den biblischen Kalender. Das ist interessant. Und zwar richtet sich dieser nach den Mondphasen. Der Mond hat damit nur 28 bis 29 Tage. Genau der Zyklus, den der Mond benötigt, um durch alle 12 Tierkreiszeichen zu laufen. Um das gesamte Jahr aber anschließend darauf abzustimmen, schob man besondere Tage ein. Man nannte das Ganze dann den Lunisolarkalender. Okay? Eigentlich würde dieser Kalender heute noch der perfekteste von allen sein, da er die Zyklen der Natur in unsere Zeitrechnung einbezieht. Aber auch das hat man dank der Kirche verändert. Wir verlieren wieder die Anbindung an den Kosmos und die Natur. Bewusst? Die genaue synodische Umlaufzeit des Mondes beträgt 29,53 Tage von Vollmond zu Vollmond. Das Jahr hat 365,2422 Tage. Und so richtet sich
Der alte Kalender nach den Mondzyklen hatte deshalb 13 Monate. Und somit lag der Geburtstag eines Menschen tatsächlich jedes Jahr immer auf dem gleichen Wochentag, in der gleichen Mondphase, energetisch immer gleich. Und das sehen wir heute noch zum Beispiel am Osterfest, der jedes Jahr auf ein ganz anderes Datum fällt. Der ist nie gleich. Ist das schon mal aufgefallen? Warum? Da er auf diesem Kalender beruht und unserer nicht korrekt ist. Ostersonntag fällt jedes Jahr auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach dem astronomischen Neujahr vom 21.3. Ende März. Das erkennt ihr auch daran, dass in Horoskopen zum Beispiel das erste Tierkreiszeichen welches ist, das dargestellt wird? Der Widder. 21. März. Der Zeitraum ab der Frühlingstag- und Nachtgleichen. Aber wie steht es denn um die Theorie, dass der Mond ein Tor zur jenseitigen Welt darstellen soll? Die Altvorderen wussten, dass dem so sein muss. Der Mond galt bei ihnen als spiritueller Transmitter. Im Gegensatz zu allen anderen Himmelskörpern scheint der Mond eine Art Astralkörper zu besitzen. Insofern wäre er wirklich ein Tor zur jenseitigen Welt. Wort und Bild werden in unseren Gedanken geformt und durchziehen eine Art Metaebene. Und dank der affinen Schwingungen, die diese winzigen Teilchen in sich tragen, bleibt das Gedankenbild nicht haften, sondern es wandert unter anderem auch zum Mond. Und dort gehen diese Schwingungen durch den Mond hindurch und in seinen Astralkörper hinein. Er hört uns. Deswegen spricht man mit ihm ja auch bei Vollmond. Und Gebete und Manifestationen sind stärker. Dann wirkt er wie ein Briefkasten zum Jenseits, ein Telefon zur anderen Realität, zum Kosmos. Ist die Schwingung zu der des Mondes kompatibel? Dann wird euer Brief, nenne ich es mal einfach, oder euer Telefonat beantwortet. Nicht umsonst finden wir in alten Überlieferungen wie der Isais Formulierungen wie aus dem Licht des Mondes, aus dem Dunkel der Nacht. Und deshalb hat auch der Vollmond eine ganz besondere Bedeutung, da in diesen Nächten eine besondere Kraft und Intensität herrscht. So zumindest dachten es die Altvorderen und so steht es geschrieben. Und damit hätte er auch tatsächlich eine unfassbar bedeutende, besondere Bedeutung bei der Gestaltung unserer Gedanken, unseres Bewusstseins. Sehr interessanter Aspekt. Kennt ihr Menschen, die bei Vollmond verrückt wirken? Fördert er das Verrücken? Tatsächlich verstärkt der Mond unsere Stimmung. Ja, man könnte sagen, vielleicht wie ein Booster. Wenn ihr Liebe und Licht seid, dann wird Liebe und Licht verstärkt. Wenn ihr also voller Liebe seid, werdet ihr und alle um euch herum liebevoller. Für diejenigen hingegen, die von Neid, Missgunst und Hass gesteuert sind, das sind sehr viele im Moment, wird auch das verstärkt. Wenn ihr ein meditativer Mensch seid, wird auch das verstärkt. Also, achtet auf eure Gedanken, achten wir auf unsere Gedanken, werden wir unseres Bewusstseins bewusst, damit wir nicht Opfer von unbewussten emotionalen Eruptionen werden. Werden wir schlussfolgernd ein Leben voller Liebe, Leben und Wahrheit, dann sollten wir unser Bewusstsein genau auf diese Gedanken, gute Worte, gute Gedanken und gute Taten umstellen, so wie es Zarathustra sagte. Wenn der Mond ein Kraftverstärker ist,
dann ist er auch ein starkes Mittel zur Manifestation. Was manifestiere ich aber? Vielleicht speichert der Mond ja sogar unsere Gedankenwelt, die durch ihn fließt. Ihr seht, das ist sehr interessant. Wenn unsere Tage gezählt sind, wären alle Informationen, die dort gespeichert sind, wie ein persönliches Tagebuch, bei dem der Mann im Mond entscheiden kann, wie schwer unser Herz wiegt. Das ist auch der Grund, der Mann im Mond, der entscheiden kann, wie schwer unser Herz wiegt. Wir wissen, dass Thoth zum Beispiel im Ägyptischen der Schreiber der Unterwelt war und die Aufzeichnungen darüber machte, wie schwer das Herz wiegt. Er wurde aber auch mal als Mondgott bezeichnet. Ihr seht die Verbindung? Interessant. So glaubten es die Alten. Wenn der Mond also tatsächlich ein künstlicher, hohler Körper sein sollte, so kann er auch Gedankentransmitter sein. Steuert der Mond uns vielleicht mit Schwingungen, mit Resonanzen, unser Gehirn, unsere Hormone, unser Befinden? Ist es ein Werkzeug der Kollektivsteuerung? Was wäre, wenn er nicht mehr da ist oder man ihn umprogrammiert? Auf der anderen Seite haben wir die Sonne. Sie steht für das Logos, für das Ich, für die Wahrnehmung, für das Zentrum, das Ego. Der Mond wiederum steht für die Wahrnehmung der Gefühlswelt. Manche sagen, wir müssen den Logos verlassen, um das Leben zu nehmen und zu erfahren. Aber sie würden dann diametral entgegenstehen. Deswegen sehe ich das nicht so. Meiner Ansicht nach darf es niemals das Ziel sein, das Ego abzulegen, sondern zu erweitern. Wir müssen einfach nur unseren Verstand und unser Herz miteinander verbinden. Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Der Trinität. So soll ja auch zum Beispiel Hatha-Yoga, Ha, Sonne, Ta, Mond, also Sonne und Mond, Yoga bedeuten. Viele Wesenheiten und Götter erscheinen oder erschienen den Menschenkindern in alten Schriften immer zur Morgenröte oder zur Abenddämmerung, zur Mondzeit. Und jetzt wird es ganz spannend. Es gibt tatsächlich Berichte über eine Zeit, in der es gar keinen Mond gab. Und so kommen wir zu den berühmten Pelasgern. Dieser Begriff taucht in der griechischen Geschichte auf und erzählt von einem Volk vor dem Mond. Und es sind nicht irgendwelche Spinner, die das erzählen. In Homers Ilias erzählt man von den Pelasgern auf beiden Seiten des Trojanischen Krieges. Sie sollen die Menschen der alten Welt gewesen sein, bevor die Griechen existierten. Demokrit, Anaxagoras, erwähnten, dass es eine Zeit gab, in der kein Mond am Nachthimmel zu sehen war. Aristoteles selbst schrieb über das Volk der Pelasger in der Region Arkadien. Apollonios von Rhodos spricht sogar von einer Zeit, in der noch keine Himmelskörper am Himmel existierten. Aristoteles spricht von der Zeit vor Deukalion und Pyrrha. Deukalion war die Sintflut. Und Deukalion war aber auch der Sohn des Prometheus und der Pronoia, der Vorsorge. Deukalions Frau war Pyrrha. Ihr Sohn hieß Helen. Hellen. Deukalion wird im Grunde gleiche Rolle zugeordnet wie Noah in der Bibel. Oder Zisutra bei den Sumerern. Oder Utnapishtim im Gilgamesch-Epos. Alles die Sintflutsage. Und in Griechenland nennt man das deswegen auch die deukalionische Flut. Aristoteles schrieb von dem Vormondvolk und nannte sie Proselene. So vor dem Mond. Auch in dem Werk Moral von Plutarch finden wir einen Bericht der Proselene. Die nach dem Gebiet benannten Arkadier
sollen das Land schon vor Zeus besessen haben. Ihr wisst, Zeus ist mit Engel gleichzusetzen. Boah. Beschreibt man hier den eigentlichen Untergang von Atlantis und dessen Folgen? Bei dem anschließend die Atlanter auswanderten und die Welt bevölkerten, so Griechenland? Stammen die alten Götter des griechischen Olymps tatsächlich eigentlich aus Atlantis? Darüber habe ich einen eigenen Bericht vor 1, 2 Jahren gemacht. Ja. In Bolivien existiert zum Beispiel eine unglaubliche Ausgrabungsstätte mit dem Namen Tiwanaku. Über die Besonderheit dieser Tempelstätte habe ich in meinem Buch, Wenn das Jesus und unsere Ahnen wüssten, ausführlich berichtet. Von dort erzählt man, dass der Mond erst vor rund 12.000 bis 13.000 Jahren erschien. Das ist insoweit sehr spannend, als dass es in der Zeit ungefähr dann auf 10.500 vor Christus datiert werden müsste. Und zu dieser Zeit wurde Göbekli Tepe verlassen, es wurde das Osirion gebaut, die Pyramiden von Gizeh, die Sphinx errichtet und es fand dann und dort die große Sintflut statt. Die Deukalionische Flut. Zufall? Stephanus von Byzanz schreibt, dass die Arkadier vor dem Mond existierten auch. Hippolyt und Lukianos beschrieben dies ebenso. Waren all diese berühmten Denker und Dichter wirklich vollkommen verrückt und Historiker? Oder gibt es tatsächlich hier etwas zu erforschen? Es muss etwas Wahres dran sein. Sonst hätten sicherlich nicht so viele Autoren sich die Mühe gemacht, darüber zu schreiben und zu berichten. In der hebräischen Überlieferung zum Beispiel heißt es, dass der Mond während der Herrschaft von König Salomo über eine ganze Zeit lang voll war. Hatte einer vergessen, das Licht auszuschalten? Tolkien, J.A. Tolkien, Herr der Ringe, hatte Zugang zur Bodleian-Bibliothek, in der die ältesten Manuskripte Britanniens aufbewahrt wurden. In Silmarillion, seinem Werk, schrieb er von einer Zeit vor Sonne und Mond, die von zwei Lampen beleuchtet wurden. Willkommen in der Truman Show. Keine Ahnung. Sind das alles erfundene Geschichten? Kopfgeburten verrückter Denker und Dichter? Selbst wenn dem so wäre, es erklärt nicht die Geschichte selbst. Denn sie erzählt von einem Volk vor den Griechen, was sie selbst nicht gerne hören, die Griechen. Diese Geschichten konnten schlussfolgernd unmöglich dazu dienen, sich selbst oder sein Volk zu verherrlichen. Das Gegenteil ist der Fall. Wozu also erzählen? In Bogota zum Beispiel in Bolivien belegen Symbole an der Wand eines Hofes, des Hofes von Calasaya, schätzungsweise 13.000 vor Christus, dass der Mond zu dieser Zeit mal und mal nicht die Erde umkreiste. Und an der gleichen Stätte befindet sich ein Kalendertor, das einen Satelliten zeigt, der um die Erde kreist. Die kolumbianischen Indianer aus dem Hochland des östlichen Cordilleras erzählen eine Geschichte vor dem Mond. Die Stammesangehörigen der Chibchas-Indianer in Südamerika sprechen von einer Zeit, als der Mond noch nicht am Himmel stand. Der afrikanische Stamm der Zulus. Nach deren Legenden wurde der Mond vor Hunderten von Generationen von zwei Brüdern in außerirdischer Gestalt gebracht. Es sind keine Geschichten nur der Europäer. Aber immer noch mal, was ist er jetzt? Gehen wir der Frage immer noch nach. Es gibt einige Stimmen, die behaupten sogar, dass er eine Mischung aus Plasmakörper und reaktivem Festkörper sei. Da gibt es interessante Ausführungen aus den USA. Wenn Licht also auf ein Objekt trifft,
wird es entweder absorbiert, das kennen wir, so lernen wir es in der Schule, reflektiert oder umgewandelt. Die Verwendung eines Thermometers zeigt zum Beispiel, dass das Mondlicht etwa 8 Grad geringer ist als der umgebende Schatten selbst. Wenn es aber reflektiertes Sonnenlicht wäre, dann sollte es höher, nicht geringer sein. Das wiederum könnte bedeuten, dass es ein selbstleuchtender Körper ist. Sehr wahrscheinlich sogar. Ihr wisst, dass das Element Silber mit der gleichen Lichtkraft leuchtet wie der Mond. Tatsächlich. Deswegen ist ja auch Argentum Silber dem Mond und Aurum Gold der Sonne zugeordnet. Die gleiche Leuchtkraft wie Silber. Ist es Zufall, dass der Mond dem Element Silber zugeordnet ist? Woher wussten das unsere Ahnen? Vor Tausenden von Jahren. Man sagt, dass das Element Silber eine Metalllegierung ist, welche dem wahrscheinlichen Metallgitter der Phasenbildung des Mondes entspricht. Unglaublich. Die Mondphasen sollen demnach nicht nur die Lage der Sonne in Bezug auf deren Winkel zum reflektierten Licht entstehen. In der Plasmatheorie zum Beispiel entstand oder entsteht der Vollmond durch das Bewegen des Mondes in die gleiche Richtung wie die Sonne. Dabei ist er aber etwas langsamer und bleibt immer ungefähr 55 Minuten pro Tag hinter der Sonne zurück. Und dieses zyklische Ereignis findet insgesamt alle rund 29,53 Tage statt. Interessante Theorie. Bei einem Neumond geht der Mond bei Sonnenaufgang auf, logisch, und bei Sonnenuntergang unter. Das ist beim Neumond exakt. Sonnenaufgang auf, Sonnenuntergang unter. Beim ersten Viertel des Mondes geht er aber erst zur Mittagszeit auf. Und zur Mitternacht unter. So verschiebt sich das immer wieder. Das sind diese vier Phasen. Bei Vollmond geht er bei Sonnenuntergang auf und bei Sonnenaufgang unter. Genau andersrum. Und beim nächsten, beim Viertelmond, beim Dreiviertelmond, dann geht er um die örtliche Mitternachtszeit auf und zur Mittagszeit unter. Und so verschiebt sich das immer. Ihr kennt das Phänomen, dass man manchmal ja auch Mond und Sonne gleichzeitig am Horizont erkennt. Es gibt eine Ausführung aus den USA, die ich gefunden habe, die unterliegt jetzt eher dem Verständnis von Wissenschaftlern. Ich blicke da nicht durch, ich verstehe das nicht, aber ich möchte es kurz erwähnt haben, weil sie darf gerne mal geprüft werden. Denn ich kann sie nicht prüfen. Es geht um Atmosphärendruck, Plasmastrahlen, synergetische Effekte geladener Teilchen, Bombardierungen, chemische Reaktionen und so weiter und so fort. Und da muss es wohl auch vier Phasen geben mit verschiedenen Lichtphasen. Und so konnte man das relativ gut vergleichen. Was da dran ist, kann ich nicht sagen. Aber es würde es etwas erklären, weil die Beobachtungen bei der Plasmatheorie mit Plasmastrahlen und Plasmaschneidern sieht man wohl auch, dass das beobachtete Phänomen des Mondes unterstützt werden würde. So hat man zum Beispiel während des Neumondes, da scheint er ja halbtransparent zu sein, wobei der Umriss oft noch leicht leuchtet. Und so ist es auch bei den Plasmastrahlen. Das ist sehr interessant. Aber okay, auch eine Theorie. Wissen tun wir es nicht zu 100%. Ja? Ihr wisst auch, dass der Mond Einfluss auf die Menstruation des weiblichen Körpers hat. Ja? Doch wie könnte ein Plasmakörper Einfluss auf den Zyklus einer Frau haben? Ja, der Zyklus der Frau kennt auch vier Phasen. Genau wie der Mond, genau wie beim Plasma. Menstruation, danach kommt die Follikelphase, Eisprung und dann die Lutealphase. Mondphase und Menstruationszyklen sind identisch. Es soll sogar ganz früh so gewesen sein, dass alle Frauen den gleichen zeitlichen Zyklus unterlagen. Durch Umweltgifte, Toxine, Umwelthormone, Pille und ähnliches, alles verschoben natürlich. Und nicht mehr natürlich. Okay? Menstruation soll damals für alle Frauen bei der Neumondphase gewesen sein.
Dann kam die Follikelphase bei zunehmendem Mond, dann kam der Eisprung bei Vollmond und die Lutealphase bei abnehmendem Mond. Es war also das Einfachste der Welt, den Mond als Verhütungsmittel zu benutzen. Man wusste genau, wann man empfänglich ist und nicht. Beim Kinderwunsch einfach den Mond beobachten, bei Vollmond aufpassen. Wenn kein Kinderwunsch vorhanden war, wie gesagt, Vollmond vermeiden, andersrum Vollgas geben. Okay? Der Mond wirkt der Plasmatheorie nach auf die Venen des weiblichen Körpers. Das Blut bringt einerseits über die Arterien die Hormone und Nährstoffe an die Zellen, andererseits entfernt es Abfallstoffe über die Venen. So läuft das nun mal. Und beim Plasma ist es genauso. Kaltes Plasma benutzt auch vier Phasen: Ionisierungsphase, Ausbreitungsphase, Wechselwirkungsphase und Abschlussphase. Und so befinden sich durch die vier Phasen hinweg auch das Östrogen bei Frauen und das Progesteron immer in einer Wechselwirkung zueinander. Okay? Da habe ich ein Buch drüber geschrieben. Ja, die Hormone sind schuld. Sehr interessant. Plasma hilft, Nährstoffe zu den Zellen zu bringen und Abfallprodukte auszuscheiden. So ist das nun mal. Und gerade weil er das weibliche Hormonsystem so sehr steuert, gilt der Mond als weiblich. Relativ einfach in der heutigen Zeit. Er ist ein bedeutungsvolles Symbol der Fruchtbarkeit und der weiblichen Kräfte. Für Frauen kann er auch ein Symbol des Trostes sein. Sie kann mit ihm kommunizieren und er ist ihre Freundin. Der Mond ist jeden Tag eine andere Version seiner selbst. Manchmal schwach, manchmal voller Kraft und voller Licht. Er ist immer da und wacht über seine irdischen Schwestern. Für immer und ewig. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mond die Zyklen der Frau steuert, steuert er auch unsere komplette Reproduktion. Damit auch unser Dasein und die Fortpflanzung der Menschheit. Was ist, wenn er nicht nur der Fortpflanzung dient und regelt, sondern auch alles, was damit verbunden ist? Steuert er auch unser Seelenleben? Auch Hormone? Ist er künstlich installiert, um uns zu steuern und zu kontrollieren? Wird er jetzt gerade umprogrammiert im Zuge des kosmischen Bewusstseinsaufstiegs von der Galaktischen Föderation oder wem auch immer? Interessante Frage. Einiges mal drüber gelesen letztens. Immerhin soll es auch Zeiten gegeben haben, wo er noch nicht existierte. Auch soll es Zeiten gegeben haben, wo es mehrere gab. Wir haben alles dabei. Einige russische Wissenschaftler sind sogar der Ansicht, ich zitiere, der Mond ist ein künstlicher Erdsatellit, der von intelligenten Wesen, die uns unbekannt sind, in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht wurde. Zitat Ende. Christopher Knight und Alan Butler schrieben in dem Buch What Built the Moon, dass die absolute und perfekte Geometrie, die Abfolge ganzer Zahlen für jeden Aspekt des Mondes, von keinem anderen Körper im Sonnensystem dupliziert werden kann. Auch sagen sie, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass der Mond hierher in unsere Umlaufbahn gebracht wurde und höchstwahrscheinlich ein ausgehöhlter Planetoid ist. Gehen unsere Seelen zum Mond, welcher als Hauptlager und als Werkzeug für den Reinkarnationsmechanismus dient, der von irgendwelchen Schöpfern eingerichtet wurde? Wenn die Erde ein Trainingslager für Seelen in verdichteter Materie ist, wie könnte ein unterer Schöpfer die absolute Kontrollinstanz behalten? Vielleicht durch den Mond, genau vor unseren Augen. Einige Wissenschaftler und Autoren wie Gurdjieff gehen sogar so weit zu sagen, dass der Mond die achte Sphäre sei. Beheimatet von Wesen, die die Erde mit menschlicher Seele bevölkern. Und dazu wurden auf der Erde Terminals errichtet. Es sind Seelenkanäle, die eine bestimmte Art von materialisierter spiritueller Energie, die auf der Erde erzeugt wird, in die andere Sphäre leitet. Robert A. Monroe schreibt in seinen Büchern ebenso, dass es ein Konzept sein könnte, Lebensenergie zu erzeugen und zusammen von uns.
Er nannte die Energie Lush. Und diese Energie scheint irgendwo anders zu fehlen, hat aber großen Wert und ist relativ knapp. Denkt an den Kinofilm Jupiter Ascending. Ist es ein Produkt unserer materiebasierten Kohlenstoff-Sauerstoff-Lebenszyklen? Okay. Wissenschaft kann bestätigen, dass der Mond am Himmelszelt die exakte Größe wie die Sonne hat. Die Wissenschaft erklärt dieses Phänomen dadurch, dass die Sonne exakt 400 mal größer ist, ebenso exakt 400 mal weiter weg. Erklärt mir mal bitte jemand diesen außerordentlichen Zufall. Ist der Mond hohl? Klingt er wie eine Glocke, wenn man dagegen haut? Die NASA berichtet, es ist total abgefahren, dass es Aufzeichnungen gab, dass der Mond ein Geräusch wie eine Glocke erzeugte, wenn ein Raumfahrzeug darauf landet. Die Vibration der Landung eines Raumfahrzeuges erzeugte auf dem Mond eine Vibration, die mehrere Stunden andauerte. Wissenschaftler der NASA, die über den Tellerrand blickten, äußerten, hey, wir haben einen hohlen Mond. Wenn man tatsächlich davon ausgehen mag, dass er hohl ist, kann es sich nicht um ein natürliches Phänomen handeln. Er muss künstlich sein. Jemand hat das Ding dahingestellt. Wie gesagt, in dem Film Moonfall geht es ja auch darum. Ja? In dem Film ist er eine hohle Dyson-Kugel, die von einem weißen Zwerg angetrieben wird und den genetischen Code für die Aussaat von Planeten wie der Erde wie eine riesige Arche aufbewahrt. Am Ende hatten die Verschwörungstheoretiker recht. Fakt für mich ist aber, dass unser aktuelles heliozentrisches Weltbild ausreicht, um die Menschen im Schlaf zu halten. Da muss aber mehr sein. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass der Produzent dieses Films, Roland Emmerich, auch ein Freimaurer des 33. Grades sein soll, ebenso wie Ron Howard, der Apollo 13-Treter. Was wissen Sie, was wir nicht wissen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Und da ich weiß, dass ich nicht weiß, weiß ich mehr als die, die nicht wissen, dass sie nicht wissen. Okay. Die Realität, in der wir leben, ist vielleicht einfacher zu verstehen, als wir denken. Wir bekommen nur die Wahrheit vorenthalten. Die Wissenschaft hat alles im Prinzip nur komplizierter gemacht. Denn sie beleuchtet nur rund 3% alles Vorhandenen, den physisch Greifbaren. Die anderen 97% hat man verklärt, verfälscht und sie bleiben vorerst im Bereich der Spekulationen, der Spiritualität und Geisteswissenschaften. Wir haben die Erinnerungen an unsere Vorfahren verloren, die noch mit einem gewissen Grundverständnis mit der geistigen Welt verbunden waren, einschließlich des Mondes. Das Verständnis davon, dass der Mond eine Seelenfalle sein kann, führte dazu, dass viele behaupten, man solle am Licht vorbeigehen. Weit gefehlt. Ganz weit gefehlt. Dort gemogelt wird nicht. Wer diesem Trugschluss folgt, denn ich sage es, wie es einst Jesus auf der Bergpredigt sagte, du wirst nicht von dannen kommen, bevor du nicht den letzten Pfennig bezahlt hast. Okay? Lebe also tugendhaft wie möglich. Um sein eigenes Karma kommt keiner rum. Ihr könnt nicht mogeln. Wessen Päckchen schwerer wiegt, dessen Gedächtnis wird gelöscht und er kommt in die Reinkarnationsschleife, bevor er in andere Ebenen aufsteigt. Sitzt also eine Art Mann im Mond, der unser Herz wiegt, das ist eher übertragen gemeint. Ist dort die Energiezentrale, die unsere Seele überwacht? Der alte atlantische Hohepriester Thoth, ich liebe ihn, war nicht nur Schreiber in den Hallen des Maat.
des ägyptischen Gerichts, wo das Herz gewogen wurde, aber auch der Gott des Mondes. Karma, Seelenanteil, Reinkarnation waren damit bei den Ägyptern eng mit dem Mond verbunden. Finden wir also besser wieder unseren eigenen Seelenweg, ihr Lieben, und werden so schnell als möglich ein besserer Mensch, eine bessere Version unseres Selbst. In diesem Sinne, lange Ausführung. Ich hoffe, ich habe einiges zusammentragen können über den Mond. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Und im Anschluss, denkt daran, ich habe es euch versprochen, noch ein Gespräch darüber und ein Channeling. Dr. Monika Häßler-Bastner. Ich bin gespannt. Und dieses Video hier jetzt gerade drehe ich 2 Tage vor unserem Gespräch. Ich weiß also noch nicht, was kommen wird. Ihr seht es direkt jetzt gleich. So sei es, so sei es. Amen. Geliebter Sohn, geliebter Mann, diese Botschaft ist heute ein wenig auch von der anderen Seite des Mondes beleuchtet. Du sollst wissen, dass sowohl Licht und Schatten oder auch Licht und Dunkelheit Energieformen, Frequenzformen sind, die einander bedingen. Das eine kann ohne dem anderen nicht existieren. Und als es so ward, dass vor vielen Milliarden Jahren sich die Quelle selbst erkannt hat und sich in einem Stecknadelkopf, sich in einem Punkt der Mitte sich bewusst geworden ist, dann hat sich dieser Punkt dermaßen stark erhitzt und ward wie 1000 Reaktoren und hat eine Kernspaltung in sich verursacht, wodurch eine Ausdehnung passiert ist, die bis zum heutigen Tage nicht abgeschlossen ist. Und auf einmal ward es Licht. Und es hat eine Ausdehnung gegeben, die das gesamte Universum entstehen hat lassen. Ihr berichtet immer, dass es einen Urknall gab. Doch in Wirklichkeit war es eine Reaktion auf die Selbsterkenntnis, auf die Selbstbestimmung, auf die Eigenermächtigung. Als sich die Quelle selbst erkannt und sich ausgedehnt hat, aus dem Nichts der Leere in die Größe, in die Breite des Universums, wurde das Universum vor Milliarden, Milliarden von Jahren, Zeiten und Räumen erschaffen. Und so war es, dass unterschiedlichste Planeten sich erst viel, viel später sich haben begründen lassen, bilden lassen. Es gibt einige Planeten, die sind nicht echt in eurer Sprache gesprochen. Es gibt wir, die Lehrer, die Weltenlehrer, sind dazu da, um dir die Botschaft zu bringen, dass es auf unterschiedlichsten Ebenen und Frequenzen Planeten gar nicht existent sind und lediglich als ein Hologramm existieren oder dass sie andere Aufgaben haben, als ihr euch in eurer wunderbaren Illusion, ihr auf Erden euch vorstellt. So bedeutet es nicht, dass jeder Venusianer, dass jeder, der von der Venus kommt, mit der bedingungslosen Liebe gesegnet, sondern es gibt eben auch andere Planeten, die dahinter stehen. Nicht jeder Planet ist einem Monde zugeordnet oder nicht jeder Mond einem Planet. So ist für so mancher in niederschwingenden Ebenen der Mond eine Art Raumschiff. So ist für so manche in einer anderen Dimension der Mond eine Art Steuerzentrale, ein Trabant. So ist für so manche Energie in der höheren Evolution eine Art Göttin und wird betitelt, benannt und steht für das Unterbewusste, während die Sonne für das Bewusste steht. Und so ist es, dass der Mond für jeden Einzelnen eine andere Bedeutung hat. Es ist so, dass niemals, niemals
Dies ist natürlich etwas, was aber die Menschheit noch nicht erfahren soll. Da er auch ein wunderschönes Hologramm ist. Wenn die Menschheit behauptet, dass zu einer gewissen Zeit der erste Schritt auf dem Monde war, denn der Mond ist eine göttliche, nennen wir es, eine amorphe Gestalt, die je nach Betrachtungsweise abnehmend zunehmend ist, in Wahrheit immer unverändert vollkommen in Kreisform wie alle Planeten. Manches Mal werden Planeten ellipsenförmig dargestellt, aber es ist immer der Zirkulus, der Zirkulus, der Zirkulus, der geschlossen wird. Daher ist der Mond existent, aber auch nicht existent und erfüllt verschiedenste Aufgaben. Für die großen Eliten ist der Mond ein ledigliches, künstlich erzeugtes Instrument, um den Menschen eine Art Abhängigkeit oder auch zur Beeinflussung ihrer körperlichen humanoiden Rasse, ihrer körperlichen Funktionen. So manches Mal wird der Mond dargestellt als eine Art Maschine, welches Ebbe und Flut gestaltet. Und so manches Mal wird es durch einzelne Zivilisationen auch als eine Art Vorbild, als eine Art Gottheit abgebildet. Vor allem die Griechen waren sehr geschickt darin, die Mondgöttin, den Mondgott anzubeten. Und so ist es ja auch, dass die Sonnenebene die Heimat des größten Elohims ist, wobei die Sonne tatsächlich existent ist. Und so ist es ein wenig verwirrend, aber dennoch so klar, dass der Mond alles ist, eine Erscheinung, ein beleuchteter Körper, aber in sich die Leere in sich trägt. Und nicht jeder Planet ist einem Monde zugeordnet oder ein Mond einem Planeten zugeordnet. Und so ist es eben, dass dieser Mond eine Art künstliche Intelligenz auch ist, eine Kreation, die aber niemals bewiesen werden konnte. Dies wird noch einige Zeit dauern. Und daher ist es wichtig, es so zu formulieren, dass der Mond für jeden Einzelnen etwas anderes symbolisiert. So manches Mal ist es auch, dass sozusagen die Archetype der Frau sich mit dem Mond identifiziert. Einst sagten die Eliten, während die Männer der Sonne zugewandt auf der Jagd, dass die Frauen in ihren Höhlen verweilen und den Mond anbeten, und dadurch wurde das Spiel von Macht und Unmacht, Licht und Schatten kreiert. Und auch dies ist wiederum ein Instrument dafür. In Wahrheit ist das alles und nichts existent. Aber der Mond hat für jeden Einzelnen eine eigene Perspektive.